So, hallo Leute, heute sind wir wieder am Teich. Rasenmäher, alles ein bisschen freischneiden. Ja. Wassertechnisch funktioniert alles wunderbar. Also der Zulauf funktioniert. Aber das haben wir ja letztes Jahr ausgetestet gehabt, ob das dann also auch, wenn es mal wirklich sehr, sehr trocken ist, ob da genug reinkommt. Grünzeug ist jetzt einiges drin. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir mal ein paar Graskarpfen kriegen. Und ja, jetzt haben wir wie gesagt hier oben schon schön besetzt. Punkt 5 Uhr abends geht die Trommel hinten los und dann hocken die Fische runter. Wir haben jetzt mal vorhin schon versucht, ein paar anzufüttern, aber die haben scheinbar auch eine innere Uhr. Verluste halten sich in Grenzen. Also wir haben jetzt, ja, ich sag mal, vielleicht so 10 Karpfen verloren, aber das war einfach reiherbedingt. Und ja, von den Saiblingen kann ich jetzt nichts sagen. Da habe ich bis jetzt 3 Tote gefunden. Und ja, hier haben wir also den Ablauf. Hier der zweite Teich. Da sind auch ein bisschen was drin, Schleien, ein paar Kleinfische. Also eher so, ich sag mal, das ist so der wildere, natürlichere Teich. Und das ist jetzt eigentlich der dann die Nahrung bringt. Also wo die Karpfen, Saiblinge und Schleien drin sind. Ja, hier auch mal was ganz Interessantes. Ja, so, ich hoffe, man sieht's. Da ist jetzt mein Eimer und da sind lauter, ja, eine alte Rehdecke ist drin. Fleischabfälle und so weiter, und die hängen jetzt hier praktisch über dem Wasser, und wenn dann die Maden kommen, kriechen die unten durch die Löcher durch und fallen rein. Also so eine Art natürliche Futteranlage, dass man da also die Reste auch nochmal verfüttert. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal mit der Arbeit an, ein bisschen Rasen mähen, alles freischneiden, schauen, ob alles passt. Ja.